das wahrscheinlich meistverkaufte Cabrio-Fahrzeug im Jahr 2022 ist der Cabrio TM Royal X780 LGB. Und LGB steht für? Zwei Einzelbetten, Garage und L-Küche. Und L-Küche. Hier ist nämlich Peter Flanderen mit mir und wir werden dieses Schmuckstück für knapp 200.000 Euro. Es hat schon ein bisschen Ausstattung. Er ist nicht ganz billig. Viele werden jetzt sagen, naja, der sieht ja aus wie einer teilintegrierter von anderen Firmen. Warum kostet der so viel? Da kriege ich doch das Gleiche von anderen Firmen für die Hälfte. Dann sagst du, das ist nicht dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Also die Ausstattung ist komplett anders, ist voll ausgestattet, hat auch ein Hubbett, das werden wir später mal zeigen. Also nicht so viel. Alte Fußbodenheizung, Doppelboden mit drin, 2,50 Meter Breite. Das ist, glaube ich, eins der ganz wenigen teilintegrierten Fahrzeuge, die 2,50 Meter Breite haben. Gibt es überhaupt noch welche mit 2,50? Nein, das ist der einzige. Ja. Da sieht man es auch, denn es ist kein Alkoven. Nein, kein Alkoven, aber diese, sag mal, Beule, die haben wir wegen... Der Buckel. Der Buckel haben wir für das Hubbett, das werden wir später mal zeigen. Ja, denn ihr habt das Hubbett so eingebaut, dass man es im Alltag überhaupt nicht sieht. Sieht und nicht merkt. Trotzdem volle Stehhöhe. Ja. Das ist eine Besonderheit, die kenne ich natürlich von so Einzelserienherstellern wie Vario. Mhm. Die bauen auch sowas, aber so in der Großserie, weil ihr baut ja von denen wirklich Hunderte, oder? Hunderte, ja. Am meisten verkauft, 87er. So, das heißt, 2,50 Meter Breite, wir haben das Raumgefühl wie im Wohnwagen. Wir haben das Heck, die Heckmaske wie im Wohnwagen? Na, fast. 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 Das ist die neue Heckmaske GFK, aber die ist nicht das Ende, sondern darunter ist nochmal Alu. Ja, da unten ist es Alu und darum geht es. Wenn wir reden über Komfort, dann geht es um Alu. Und das ist nicht nur hinter, aber überall rundum ist es Alublech, weil das Fahrzeug gebaut ist für Komfort das ganze Jahr. Und dann brauchen wir Alu und kein GFK. Alles, was hier GFK ist, ist Optik. Was wichtig ist, minus 50 bis plus 40 Grad, ja. Diese 90 Grad Temperaturunterschied, die sehr schnell gehen können, ja. Das kriegt man mit GFK nicht hin, sagst du. Nein. Also auf lange Zeit. Auf lange Zeit. Wir testen unsere Fahrzeuge und nicht nur die Fahrzeuge, auch die Teile. Und wir merken mit GFK, dass über langere Zeit bekommt man Rissen und Rissen sind undicht. Und dann geht es nicht darum, dass es minus 50 Grad ist, aber es geht mehr darum, dass es diese Geschwindigkeit ist von, sag mal, minus 2 nachts bis plus 4. Und diese 6 Grad Unterschied in zum Beispiel 8 Minuten, dann ist es die Geschwindigkeit, die dafür sorgt, dass es dann auf längere Zeit Rissen gibt. Ihr habt da vorne eine ganz interessante Wäschespinne aufgebaut zum Trocknen von Kleidung. Ja. Das ist eine, ich muss hier sagen, das ist eine Antenne, was man benutzt in Skandinavien für das Radio und Fernsehen. Terrestrisches digitales Fernsehen gibt es auch in Deutschland, DVB-T. Ja. DAB Plus habt ihr enorm im Einsatz. Das ist alles vorbereitet. Ja. Mach mal hinten auf, bitte, denn dieses meistverkaufte Fahrzeug ist das nicht ohne Grund. Es gibt viele Sachen hier in der Garage, aber am meisten verkaufen ist wegen der Garage und die zwei Einzelbetten, die man auch verbreiten kann. Das heißt, du kriegst ja ein kleines Moped rein oder Fahrräder gehen oder rein. Fahrräder, E-Bikes ist vorbereitet, weil er hat Steckdosen, 12 Volt, 230 Volt. Also große Garage mit drin. Das Ganze isoliert. Zoösen sind hier oben und unten drin. Heißt, du kannst also alles schön machen. Ist das hier ein 3,5 Tonner? Nein. Nein. 4.250. 4.250, das heißt also Zuladung hier 600 Kilo circa? 600, 700 Kilo. Okay, ja. Je nach Ausstattung. Ja. Die hier bestellt worden sind, sind die teilweise noch zu haben, lieber Peter? Sind die sofort lieferbar oder viele verkauft? Es wird für Modell 2022 wird es ganz ehrlich schwierig, aber für 2023 können wir liefern und dann sind wir schon ab September dieses Jahr. Hat denn der Kars hier, der Chef hier, hat er denn noch ein paar Stück auf Lager? Oder sind alle weg? Das Einzige, was er noch hat, ist alles, was wir hier sehen. Die sind aber, die wir sehen, sind noch da? Sind noch da und falls nicht, dann hat er eine Schrift drauf, wo es sagt, dass es verkauft ist. Also, und das geht jeden Tag verkauft, der Fahrzeug ist unglaublich. Gut, wir drehen ja heute am 17. März 2022. Und ja, hier sieht man das Raumgefühl auf 2,50 Meter. Das ist...
Unglaublich. Das heißt, du gehst rein, du hast keine Trittstufe, die brauchst du nicht, weil wir ein Tiefrahmenchassis haben. Ja. Dann die Stehhöhe. Wir haben hier ein Hubbett. Ich zeig das mal gerade. Wir haben einen komplett ebenen Boden. Du musst nicht durch das ganze Fahrzeug rauf und runter gehen. Der ist komplett durchgehend bis zum Bett. Das ist unglaublich. Ja. Das stimmt zwar nicht, weil da vorne ist noch ein kleiner Absatz, aber ja, der Hauptboden... Kabine, aber hier, bis hier kannst du stehen. Ich bin nicht so groß, ich bin 1,75, aber du siehst, wie viel Platz du noch hast. Und wie gesagt, ein komplettes Bett vorne. 2,50 Meter Breite, wenn du mal gerade die Arme ausstreckst, komplett, dass man das mal sieht. Das ist unglaublich, was das Raumgefühl ausmacht, oder? Ja, 2,35 Innenbreite. Krass. Will ich das Bett mal zeigen? Ja, zeig mal das Bett. Unglaublich, das heißt, es sieht man nicht. Und wenn es rausfährt, man muss also einmal die Polster umlegen, das dauert ein paar Sekunden. Ja, und die Kopfstützen auch eigentlich. Die Kopfstützen. Ja, hier geht es. Geht. Der Peter kriegt sie schon kaputt. So, der... Nee, geht. Einwandfrei. Stopp. So, jetzt hast du ein richtig großes Hubbett für zwei Personen. Für zwei Personen. Hier hast du auch diese... Ausfallschutz. Ja. Kann man nicht rausfahren. Kommt noch eine Leiter dazu. Aha. Und dann hast du quasi ein Doppelbett für zwei Personen, zwei Erwachsene. Inkognito ist das Ganze. Das heißt also, die Leute können richtig schön damit in Urlaub fahren. Viele mögen ja dieses automotive Design vorne. Das heißt nicht der vollintegrierte, sondern ganz bewusst der teilintegrierte, weil der sich beim Fahren doch nochmal ein bisschen anders anfühlt, oder? Anfühlt, ja. Man hat natürlich nicht so ein ganz großes Frontfenster. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja, das ist wie ein, wirklich wie ein Auto, wie ein PKW. Trotzdem, denk dran, 2,50 Meter Breite. Man sieht das daran, dass die Spiegel schon ordentlich eine Verlängerung haben. So, dann setzen wir uns mal hier hin. Hier ist das Cockpit von Mercedes-Benz. Hier sind alle Kabel, DNA, Details verbaut, wie zum Beispiel Fußbodenheizung, eine beheizte Fußmatte im Frontraum. Ja, serienmäßig bei den Reisemobilen haben wir hier die Heizmatte, weil das natürlich eine ganz große Kältebrücke ist. Und für uns als Hersteller ist es ganz wichtig, wenn wir ein Fahrzeug bauen für das ganze Jahr, dass diese Kältebrücke gut geheizt ist. Ja. Die Originalsitze habt ihr neu bezogen. Das sieht sehr schick aus. Ja. Ja, die Firma der Gref hat es bestellt mit Leder, also dann sind die auch die Vorderstühle in Leder. So, hier ist der Peter Flanderen. Es macht Spaß, die Fahrzeuge zu verkaufen. Als wir vor fast zwei Jahren die ersten Videos gedreht haben, hättest du gedacht, dass so viele Leute der Marke Kabe so viel Aufmerksamkeit schenken. Wir haben einige Millionen Abrufe schon. Unglaublich, ja. Also zwei Jahre her haben wir gesehen, dass es schon in die gute Richtung gegangen ist. Wir haben mehr und mehr verkauft, aber seitdem wir die Videos haben, mit, wie du sagst, Millionen Views, dann merke ich selber auch, dass es viel mehr Aufmerksamkeit gibt auf Kabe. Man muss das Konzept Kabe erläutern, denn es sieht von außen aus wie ein normales Reisemobil, ja. Aber innen ist alles anders. Das fängt an mit diesem Doppelboden- und Fußbodenheizungskonzept. Das heißt, hier drunter ist ein kompletter Doppelboden. Ja, wir haben die Fußbodenheizung mit vier Rohren und das ist serienmäßig wassergeheizt, Konvektoren rundum. Und das sind Sachen, die man von außen nicht sieht, aber das müssen wir erklären und besser noch erleben. Was interessant ist, ist der Gasverbrauch, weil viele sagen, ihr habt keine Gastanks, bietet auch keiner an. Nee. Ihr braucht ihr auch nicht, weil ja. Du kommst mit den 2x11 Kilo Flaschen irre weit, ja. Weil der eben so stark ist. Das in der Praxis, macht das so viel aus, die Isolierung? Natürlich, ja. In der Praxis und auch mit unseren Tests, dann wird es in der Praxis bestätigt, dass die Isolierung so gut ist und das geht dann zusammen mit der Ventilierung und dann ist die Energieverbrauch ganz niedrig. Ihr habt, wenn es ganz kalt wird, habt ihr für das Fahrerhaus noch eine Zusatzhutze, die kann man drüber machen. Man kann es von innen dämmen. Ihr bietet also für Dauersteher, für die Teilintegrierten nochmal Zubehör an? Ja, wir sagen, wenn es richtig kalt ist draußen und unter minus 20 Grad, dann braucht man, wir nennen das eine Thermogardine und die geht hier vorne in der Kabine, innen, nicht draußen, innen, zwischen Lenkrad und die Sitzungen.
Man bekommt im Zubehör aber gerade für das Auto nochmal sehr viel Zubehör. Das heißt, es gibt auch von außen dann Folien, die du machen kannst. Die einzige Kälte- oder Wärmebrücke ist ja eben dieses Fahrerhaus. Dafür könnt ihr nichts, oder? Nein, können wir nicht viel ändern, aber was wir ändern machen oder können, machen wir auch. Und das heißt, diese Skandinavien-Spezifikation, das heißt... Das Paket von Mercedes. Von Mercedes, das ist zusätzliche Isolation. Und man sieht auch beim Einstieg in der Kabine, dass es zusätzliche Heizung gibt mit den Konvektoren. Es gibt sogar eine Frontscheibenheizung, die ist mit dabei, eine verstärkte dabei. Elektrisch. Und du siehst hier auch in der Kabine am Boden, dass wir hier auch zusätzlich noch die Konvektoren eingebaut haben. Warmwasserheizung. Warmwasserheizung. Und das läuft dann so ganz durch in die Kabine. So, gehen wir mal rein. 2,50 Meter Breite. Wir haben eine ganz normale Sitzgruppe, klassisch, wie man es kennt vom Wohnmobil. Ich glaube, da werden viele Deutsche jetzt jubeln und sagen, da kenne ich mich aus. Ja. Das habe ich schon mal gesehen. Aber diese Breite, guck mal, diese Breite, das ist ganz ungewöhnlich für einen Teilintegrierten. Ja, weil du siehst auch, wir haben gerade die Videos gemacht für die Vollintegrierte. Dann ist es natürlich enger. Das muss irgendwo hinkommen und das merkt man hier mit dem Durchgang. Guck dir mal den Durchgang. Haben wir normal viel mehr Platz. Kannst du nicht normal durchgehen bei der Breite. Nee, also nee. Wenn du das hast und hier kannst du, du bist ja Bodybuilder, hast ein sehr breites Kreuz, wie ich sehe, aber hier können auch Kräfte, ich meine, es gibt ja Leute, die richtig dick sind, ja, und die haben ja oft Probleme in Reisemobilen. Das heißt, die Leute sagen immer, da nimmst du hier so einen Hering wie hier den Peter, nimm doch mal meinen Mann, der ist zum Beispiel 140 Kilo. Das ist hier kein Problem. Nein, kein Problem. Ja. Und du siehst auch, wie viel Platz es gibt. Ja. Das Schöne ist, dieser durchgehende, komplett gerade Boden. Ich zeige das nochmal. Also wenn wir über Barrierefreiheit sprechen, das Fahrzeug ist natürlich nicht barrierefrei, das ist ganz klar. Aber allein schon die Tatsache, dass der Boden von vorne nach hinten eine Ebene hat und nicht in der Mitte nochmal einen Aufgang hat, das hilft vielen Leuten schon im Alltag sehr, oder? Ja, das ist auch ein bisschen Komfort und das kommt alles dazu. So, also, die Hölzer. Ihr habt eigene Schreinereien? Ja, alles was du siehst, bauen wir selbst, außer die Polster, das bestellen wir, aber alles andere, alle Schränken, also zum Beispiel dieses Hubbett, alles bauen wir selbst. Das Hubbett baut ihr auch selber? Ja. Die Polster kommen aus Schweden? Ist der Lieferant aus Schweden? Nein, das ist ein Lieferant aus Polen. Aus Polen. Ja. Haben wir ja gerade zufälligerweise, habt ihr ja noch eine neue Tochter, auch in Polen. Ja. Ihr seid in England aktiv. Ja. Da gibt es diese Fahrzeuge unter einer neuen Marke. Ja, wir sind Inhaber von der Firma Coachman und das ist ein Hersteller von ganz guten Wohnwagen. Coachman. Ja. Und wir haben gesagt, okay, wir führen auch die Reisemobile ein, weil diese hat Coachman nicht. Und das sind eigentlich Kabe-Reisemobile unter dem Namen Coachman. Die sehen aus wie Kabe, haben auch dasselbe Innovation Design? Aber die Ausstattung ist ein bisschen niedriger. Und natürlich, man kennt das vielleicht, dass es in Großbritannien sind die Fahrzeuge komplett anders. Natürlich das Lenkrad auf der anderen Seite und auch die Grundrisse sind anders. Und dann haben wir keine L-Sitzgruppe zum Beispiel, aber auch die ganz klassische französische Bett oder zwei Einzelbetten. Aber was ist da für eine Sitzgruppe drin, wenn keine L drin ist? Dann haben wir zwei Sitzungen auf beide Seiten. Face-to-face. Face-to-face, ganz genau. Ja. Mein Gott, was haben sich die Leute beschwert über diesen Begriff in Deutschland? Face-to-face. Ja. Mittlerweile. Du hast gemerkt, ich habe auch gesucht für das deutsche Wort, aber wenn es nicht gibt, dann sagen wir Face-to-face. Großer Schrank. Vieles erinnert mich hier an diese Großzügigkeit von euren Wohnwagen bei 2,50 Meter, oder? Ja, ja. Du siehst, dass es auf das gleiche Werk kommt. Schön. Ist das so, da werden Wohnwagen und Reisemobile auf dem gleichen Band gebaut oder sind das verschiedene Bänder? Nein, wir haben verschiedene Bände. Wir haben eine Bände für alle Wohnwagen und dann eine separate für die Vollintegrierte, eine für die Kastenwagen, für die Vans und eine für die Teilintegrierte. Wann darf ich zu euch kommen, dass ich mal filme? Weil wegen der Pandemie war ja... Wir können morgen gehen. Also jetzt geht's mittlerweile. Ja. Weil in Deutschland sollen jetzt die Masken fallen. Das ist ja alles... Ihr habt es sehr ernst genommen, muss man sagen. Also ich durfte nicht filmen. Nein. Nein,
das stimmt. Also jetzt sind wir auch ganz glücklich, dass jetzt alles wieder erlaubt ist. Selbst gehe ich nächste Woche auch nach Schweden, nach mehr als 2 Jahren, das ist 2 Jahre her. Das ist krass. Du warst letztes Mal seit 2 Jahren da. Ja. Denn du warst oft da, du kennst die Produktion. Die Leute sind unglaublich stolz aus dem Ort. Das ist kein Riesenort, wo ihr seid, oder? Nein, ganz kleines Dorf. Und Kabe ist auch Importeur von Adria für ganz Skandinavien, aber aus dieses ganz kleine. Die Slowenen haben euch akquiriert, damit das da kommt. Das heißt, alle Adrias kommen bei euch an? Ja, alle Adrias gehen über uns in Tenhult und das ist ein ganz kleines Dorf, aber man sieht, dass über 70% von der schwedischen Markt kommt aus dieses Dorf. Ja. Krass. Bad, zeig mal bitte. Bin ich mal gespannt, was für ein Grundriss drin ist. Mach mal das Licht bitte an. Ja. Mal schauen. Also, du bist ja Vertriebsleiter Europa mittlerweile. Das Ganze hat ja mal klein angefangen. Du hattest ganz wenig Händler in Deutschland, in Holland. Wie viele hattest du? Naja, ich bin erst angefangen als Importeur für Benelux und damals hatten wir 7 Händler. Und später auch unterwegs gewesen in Deutschland und wie du sagst, ganz wenig Händler, auch kleine Händler, was nicht verkehrt ist, aber mittlerweile haben wir mehr Händler, mehr Servicepunkte und das ist natürlich eine tolle Sache, weil wir können mehr Fahrzeuge anbieten. Ja, ihr habt interessanterweise das Heki genau über den Kopf gemacht. Das ist vielleicht in Skandinavien keine schlechte Idee, oder? Nein. Wenn also jemand mal 2 Meter groß ist, dann geht's. Ah, so meinst du, ja. Kann er den Kopf rausstecken. Ja. So, zur Not kann es noch aufmachen, da können so 2,10 Meter ran. Die Leute werden größer, merkt ihr das eigentlich? Dass die Leute immer größer werden? Ja, natürlich. Und bestimmt auch in Skandinavien, da sieht man, dass die Kunden länger sind und größer. Länger und größer. So, die Toilette kann man drehen? Kann man drehen. So, dann hast du genug Platz. Hast du genug Platz für deine Beine. Kannst du hier oben kannst du zumachen. Die Schränke, die kann man noch öffnen. Dort drunter hast du Platz. Hier hast du ein bisschen Platz. Alles Mögliche haben wir ausgenutzt. Hier haben wir eine Steckdose. Sag mal, gab es jemals einen Kunden, der gesagt hat, ich hätte gern mehr Frischwasser, wo ihr gesagt habt, wir gucken mal? Also, wenn es Platz gibt, wenn es technisch möglich ist, dann machen wir das. Dann macht ihr das. Das heißt, jemand, der sagt, was ist Serie hier an Frischwasser? 90 Liter. 90 Liter. So, ja. wenn einer sagt, ich hätte gerne noch einen Zusatztank und es ist Platz dafür, dann geht das. Das heißt, ihr findet eine Lösung, wie die beiden Tanks miteinander verbunden werden, was auch immer. Ja, das ist nicht das Problem. Problem ist Platz. Platz. Und nicht in jedes Modell gibt es dieses Platz. Und das ist der Grund, dass wir 90 Liter haben. So, ich komme im Moment, habe 110 Liter. Wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, ich kam ja von 300 Liter. Da waren 110 wenig, aber jetzt langt das bei mir 2 Wochen. Weißt du warum? Weil man duscht nicht mehr 10 Minuten. Nein, und man gewöhnt sich da auch an. Also selber denke ich auch, ich habe genug Wasser mit so einem Tank. Und man kann, wenn du das wirklich brauchst, dann bist du wieder auf einem Campingplatz, wo du einfach tanken kannst. So, hier ist ein Schrank. Ja. Und dann werden wir das tolle Bett mal zeigen, weil das ist wirklich phänomenal. Ihr habt hier den meistverkauften Grundriss, Längsbetten. Ja. Einzel. Bei jeder Hersteller sieht man, dass die Reisemobile mit den Längsbetten und Garage am meisten verkauft werden, auch bei Kabe. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, aber das ist ja Geschmackssache. Das heißt, du hast den meisten Liegeplatz, oder? Hier in der Version. Den meisten Liegeplatz und ganz viele Kunden bringen natürlich auch einen Scooter mit oder ach so, Fahrräder. Achso, wegen der Heckgarage. Wegen Heckgarage. Okay. Ja. Geh mal bitte hoch, dass wir einmal ein bisschen mehr Platz haben zum Filmen. Setz dich ruhig mal in die Mitte rein, da, denn das ist belastbar. Da gibt es jetzt Polster, die kannst du ergänzen. Das heißt, kannst du drauflegen, du kannst das hier verlängern und dann hast du ein Bett über die ganze Breite. Leiter ist sogar drin, könnt ihr in vielen anderen Videos sehen. Aber was ich zeigen möchte, einfach mal das bequeme Einsteigen. Denn du kannst dich beim Hochgehen festhalten an beiden Seiten. Wenn du jetzt nicht mehr so gut zu Fuß bist, du bist ja jetzt hier noch jung. Aber komm mal bitte runter und geh mal bitte hoch und zeig mal, wie man sich mit beiden Armen festhalten kann. Das heißt, man stützt sich ab, geht dann langsam die Treppe hoch und ist oben und hat immer Halt. Das ist, glaube ich, auch Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, die kommen hier hoch. Ja, das geht. Das geht. Hier, die Treppe muss auch nicht hin und her gebaut werden, sondern die ist fest. Fest eingebaut. Kostet natürlich Platz, aber du musst nichts umbauen. Nein, aber du siehst doch auch in dieses Reisemobil, wie viel Platz du hast. Dann hast du Platz genug und sicher mit 2 Personen. Was echt krass ist, sind die 2,50 auch im Bettbereich. Das heißt, wenn du hier das Zwischenpolster, ist dabei das Zwischenpolster? Ist dabei, natürlich, serienmäßig, ja. So, was hast du noch an
ich sag mal, Möglichkeiten, um hier das Bett zum Beispiel anzuheben. Geht das technisch? Ist da Motor drin? Ja, wir haben, du siehst dort die Schalter, ich kann es hier auch zeigen, für das Kopfende, das geht elektrisch. Ah, du kannst eine Lounge machen? Ja, kannst du Lounge machen. Hier hast du deinen Fernseher und kannst du Lounge machen, du kannst ganz schön nach vorne. Du darfst dich mal hinlegen, bitte nicht mit den Füßen aufs Polster. Genau, so ist perfekt. Da ist er jetzt und das ist das, was viele wollen. Die wollen so eine Lümmelposition, ohne sich eine Kopfkissenburg zu bauen. Das geht hier. Ganz einfach. Ne? So, Fernseher werden immer weniger, also immer weniger Leute bestellen Fernseher ab Werk. Wir haben natürlich unsere Router für das Internet, haben wir serienmäßig und wir sehen, dass Internet am wichtigsten ist. Sag mal hier, diese Rückwand, die habe ich ja auch in dem Cabervan mit drin, ja. Das erinnert doch sehr an Luxushotel, oder? Ja, das sieht ein bisschen schöner aus und auch ein bisschen Isolierung wieder. Ne? Haben wenige kopiert bis jetzt, oder? Das heißt, also ich habe es jetzt mal in ein, zwei anderen gesehen, aber ihr habt viele Sachen, weil euer Design wird ja manchmal so ein bisschen beschrieben als rustikal. Aber das macht es ja aus, oder? Ja, und wir sind keine Firma. Das ist auch die schwedische Mentalität, die vielleicht ein bisschen anders ist. Es ist kein Bling-Bling, kein Schmuck. So, ich höre so einen kleinen Lüfter. Ist das die Heizung? Nein, das ist das Ladegerät, weil wir natürlich so viel Technik drin haben, müsste das Ladegerät richtig viel leisten. Und dann gibt es einen zusätzlichen Ventilator. Und wenn du dann ins Bett gehst, dann hörst du das noch ganz leise auf dem Hintergrund. Aber dann haben wir eine Lösung. Dann hast du einen Silent Mode, dass du das für die Nacht ausschalten kannst. Ich mache meinen Kühlschrank immer nachts aus. Ich habe einen Kompressorkühlschrank, der hält das ja bis morgens und dann ist kein Problem. Mach mal hier auf, hier ist die Heizung wahrscheinlich drunter. Ja, wir haben hier einen Stauraum. Oder nicht. Ja. Die Heizung ist hier in der Garage da hinten. Hier haben wir auch wieder Stauraum. Cool. So, komm, wir gehen raus. Das ist er. 3 Meter Breite. Großer Kühlschrank natürlich mit drin, das Ganze auch nochmal seitlich beleuchtet. 2,50, ja? Also keine 3 Meter. Ja. Keine 3 Meter Breite. Habe ich das falsch moderiert? 2,47 Meter. Ja. Fühlt sich an wie 4 Meter. Ja. So, okay. Dann hier das Bedienpanel, das haben wir schon mal gezeigt. Du kannst alles damit machen: Hubbett, Klimaanlage, Heizung, alles, was eingebaut ist, oder? Ja, elektrische Verlegung von der Schublade in der Küche. Ja, alles möglich. So, hier steht er für. Den Schnäppchenpreis von 187.409 €, allerdings Exportpreis für Deutschland ist, glaube ich, hier gerechnet 169.911. Ja. Das bedeutet, es gibt was Besonderes hier in den Niederlanden. Da werden uns alle Deutschen beneiden drum. Ihr habt nämlich eine Luxussteuer auf Motorfahrzeuge. Ja, das ist fast 38% über alles, was mit das Fahrzeug, also mit dem Motor zu tun hat. Also das heißt, es gibt da keine Mehrwertsteuer, es gibt eine Luxussteuer. Und die ersetzt die Mehrwertsteuer, deswegen ist das rund 20% teurer als in Deutschland. Also wenn ihr den Preis 169.000, ist aber schon eine Stange Geld 169 für einen Teilintegrierten. Wie reagieren denn die Leute auf den Messen? Ich meine, man muss das ja nicht kaufen. Oder gibt es einen Zwang? Nee, aber wir sehen, dass die Kunden, die sich interessieren für Cabervan, haben normalerweise sich orientiert und wissen, worüber man redet und weiß, dass Cabervan wirklich ein Premium-Segment ist. Und dann ist diese Summe Geld nicht so ganz viel für so ein Fahrzeug. So, ich brauche noch, du hast mir ja versprochen, ich kriege noch solche Aufkleber für meinen Van. Ja. Sehr schön. Die wir da haben, die drauf sind, das macht's aus. Das heißt, hast du das Gefühl, dass Leute schon schauen mal, wenn du mit dem Cabervan unterwegs bist auf der Autobahn? Also, ja, dass die das merkt man. Ja. Das merkt man. Es ist natürlich ein besonderes Produkt und wir arbeiten daran, um mehr und mehr zu verkaufen. Also, und wir sehen es mittlerweile auch mehr auf die Straße, aber es ist immer noch eine Besonderheit. Was ganz Extrovertiertes, sage ich jetzt mal, kein Bling-Bling, sondern schon, ich sag mal, ein Bekenntnis zum Nordischen, so kann man sagen? Ja. Ja, vielen Dank fürs Einschalten heute am 17. März 2022 zusammen mit Peter Flanderen. Ja, du bist jetzt Vater geworden, du bist zweifacher Vater, das heißt, du kennst das Thema Familie. Ja. Cabervan und Familie, passt zusammen? Passt sehr gut zusammen. Wir sind auch eine Familienfirma. Auch bei Cabervan ist die 3. Generation jetzt unterwegs. Ja, und Hubbett, ganz wichtig. Fast immer Serie, oder? Fast immer Serie. Ja, danke. Tschüss. Danke.